Willkommen hier im Sumpflager mit dem Dan. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu unserem gemütlichen Let's Play. Mein Tee wird jetzt auch nachgeschüttet, den ich in der letzten Folge verballert habe. Es hat in der letzten Folge ein bisschen geruckelt. Das lag wahrscheinlich daran, dass wir noch nicht so mit dem Sumpfkraut klarkommen. Ne? Deswegen habe ich letzte Folge ein bisschen früher beendet, aber nicht so viel. War eigentlich ein guter Zeitpunkt. Wir haben das letzte Mal das Rezept vom Korkalon bekommen für das alte Lager. Wenn ihr wissen wollt, wie man an das Rezept kommt, dann schaut euch die Folge nochmal an. So, wir werden jetzt weitermachen hier. Wir haben ja das letzte Mal auch hier dem Harlock auf die Mütze gegeben. Der ist jetzt wieder zurückgelaufen. Also der wird jetzt den Novizen da ablösen. Ich denke mal, das wird uns auch noch einen kleinen... Ja... Eine kleine Gesprächsoption eröffnen. So, und jetzt schauen wir erstmal hier nach. Hier ist der Schmiede-Entertainment-Bereich. Hier sind Novizen. Hier Darion. Hier wird gearbeitet. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Als sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ja, gerne. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Okay, das war alles hier freischalten. Okay, vielleicht ist ja hier eine bessere Waffe. Guck mal, das ist ein grobes Schwert, benötigte Stärke 20. Das kostet aber auch nur 100. Muss ich dann überlegen. Ist ja die Sache, ist jetzt die Butlerzucht oder wie die heißt. Die kostet 160, macht auch 20 Schaden. Und wir haben Stärke, da muss ich gerade mal gucken, ich meine, wir haben Stärke schon mal aufgestockt. Wir haben eh 20 Stärke. Das heißt, wir können hier 60 sparen. Ich will mit dir handeln. Gut. Das heißt, wir nehmen. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Wir nehmen ein Schwert, was eigentlich schlechter ist. Aber es ist halt wesentlich billiger. Gefällt mir. So, für alle, die nicht wissen, wie man hier in 10er-Schritten dieses Erz verschiebt, ihr müsst erst DRG halten und dann entfernen drücken, wenn ihr von rechts, also von eurem Geld in die Mitte verschieben wollt, oder auf Bild, also erst DRG und Bild nach unten, also alles über den Pfeiltasten, dann könnt ihr die 10er-Schritte wieder zurücktauschen. Das hat lange gedauert, bis ich das herausgefunden habe, und das hat mir das Spiel später gerade wahnsinnig erleichtert. So, wir haben ein neues Schwert. Wir sind jetzt auch also deutlich stärker. Das ist 13 Schaden, das macht 20 Schaden. Und das ist wunderbar. So. Und es sieht auch, ja, von hinten. Man sieht es eh nur so halb, so ein bisschen leicht von der Seite. Das Butlerzucht sieht halt schöner aus, ist halt feiner gearbeitet und deswegen brauchen wir auch nicht so viel Stärke. Um damit den gleichen Schaden anzurichten. Aber, ja. Das passt schon. So, jetzt haben wir hier jemanden, also er unterrichtet. Das sieht auch aus wie ein Guru. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Oh. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Ja, natürlich. Spürst du nicht das Feuer in dir, das aber, dir nachts den Schlaf raubt? Aber natürlich. Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Richtig. Es sind Lügen, mit Lügen. Denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Ja. Dein Glaube ist stärker als ich ihre Lügen. Den Glauben. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Freiheit! Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Ja. Er lenkt deinen Geist. Ja. Lass es geschehen. Ja. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Nein. Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach Chaka. Dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Kassala! Sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Also das hat mein Leben verändert.
Also, unfassbar. Unfassbar. Das hört sich gut an. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Okay, okay. Wie mache ich das? Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Okay, wir wissen, dass im alten Lager jemand ist, der Interesse hat am neuen Lager. Also 1 und 1 macht 2. Vielleicht können wir da jemand anwerben. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Ja, und mir fällt euch das schon auch auf. Die sehen alle aus wie Thorsten Legert. Ja, das ist, ich nenne jetzt nur noch Bal Kassala. Das ist unfassbar. Okay. Für was brauchen nicht so viele Leute? Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Okay. Okay, okay, okay. Auf dem großen Platz. Ja, wollen wir gleich mal gucken. Gehen wir am besten jetzt hin. Rein. Bin hier runtergefallen. Rein vom Weg her. Macht es Sinn, jetzt mal auf den Platz zu gucken, ob wir da irgendwas machen können? Weil wir gehen jetzt wieder ins Lager rein, also das Richtung Haupttor. Das ist eben so. Ui, ui, oh, 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 oh. Das ist ja wie bei der letzten Folge. Hier gibt es manchmal richtig krasse Einbrüche. Wunderbar. Und dann läuft es wieder flüssig. Das war auch in der letzten Folge so. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ja, es sind einfach mal so Leistungsspitzen. Das sind natürlich alles Mods und das ist alles zwar nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber ob das jetzt alles immer so 100% reibungslos funktioniert, auch mit neuer Hardware und so, da muss man halt immer mal ein bisschen gucken. So, hier sind jetzt ein Haufen Novizen. Jetzt haben wir hier Templer. Novize, Novize. Hier drüben, da steht wieder einer und predigt. Ich denke mal, mit ihm werden wir reden können. Beziehungsweise nicht reden. So, was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir Talas. So, Talas ist doch jemand. Mit dem können wir reden. Ah ja, komm, rauch erstmal. Alles klar. Bangi, Alter. Okay, mit dem können wir nicht reden. Aber Talas hat mich erinnert. Wir haben noch einen. Was meinst du? Noch ein Kraut. Und zwar Traumwurf. Nee, machen wir erst schwarzer Weiser. Das ist dann das nächste und das teuerste ist dann Traumwurf. Was kriegen wir, wenn wir schwarzer Weiser rauchen? Zum ersten Mal. 10 Erfahrungspunkte. Also 5 Erfahrungspunkte gab es bei dem ganz günstigen und hier gab es 10 Erfahrungspunkte. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Wunderbar. Mal kurz ein Speicher. So, jetzt haben wir 15 Erfahrungspunkte gekriegt für Lau. So, hier sind Novizen. Wer ist das hier? Das ist Bal Kassala, heißt er. Okay, hier ist niemand. Ach, wir versuchen es einfach. Wir sprechen den mal an. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir. Nee. Keine Chance. Okay, keine Ahnung. Er möchte nicht. Er ist beschäftigt. So, na gut. Okay, also wir haben hier den großen Platz. Da ist noch nicht viel. Ach so, doch, wir können mal versuchen, da oben hochzukommen.
Ja, sieht ganz gut aus. Läuft. Wir lassen mich auf jeden Fall hier hoch. Halt! Ah. Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ja, okay. Und hier sieht man auch so ein bisschen die Tricks, so wie zum Beispiel bei Gothic 1 benutzt wurden, weil es halt einfach super schwierig ist zu machen. Das hier sind einfach nur Rampen, also im Originalspiel sieht das auch aus wie so ein bisschen wie Treppe, aber das sind einfach nur Rampen und da ist eine Tapete drüber gelegt, dass das so ein bisschen aussieht wie eine Treppe, ne? Ist halt einfacher und es wirkt trotzdem okay, ne? Finde ich auf jeden Fall gut. So, und guckt euch mal hier diese geilen, diese Mauertexturen an und so. Das sieht einfach so schön aus. Wahnsinn. So, hier mit den Jungs haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir sind jetzt schon wieder auf dem halben Weg rüber zum Lager. Zum Eingang. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ja, schön. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. So. Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Cor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Ich hatte schon Kontakt mit dem Schläfer. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Okay, das ist ein Drogentester, ist schon hart, oder? Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Okay. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Yep. Dann hast du bestimmt schon deine tägliche Ration bekommen. Wenn du sie mir überlässt, sind wir im Geschäft. Ich denke drüber nach. Ich habe sogar zwei Rationen bekommen schon, auf jeden Fall. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Ja, mach doch mal. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Okay. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Okay. Wie komme ich zur Magie? Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay, müssen wir mal gucken. Das heißt, wir müssen irgendeinen Guru beeindrucken, damit er uns die Magie des Schläfers gibt. Okay. Guck mal, wer da sitzt. Das ist Melvin, den sollen wir suchen. Das alte Lager. Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn noch mal sehe.
Okay. Das ist die Information, die wir brauchen. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz rüber zu den... Nicht richtig? Nee. Zu dem Garim, oder wie der heißt. Dem haben wir ja geholfen mit seiner Schicht. Also da haben wir dem Harlock auf die Glocke gehauen. Und jetzt arbeitet er. Ich denke mal, das wird uns jetzt gleich nochmal eine Tracht Erfahrungspunkte einbringen, obwohl wir schon 300 bekommen haben. Und dann werden wir uns wieder nach Hause begeben. Denn ich möchte ja jedes Lager immer so ein bisschen anspielen, damit es immer mal wieder ein bisschen Abwechslung ist. Ich will jetzt hier nicht alles fertig machen. Wir gehen dann mal zurück ins alte Lager. Werden uns da ein bisschen aufpowern und gehen dann ins neue Lager. Das kann ich euch jetzt schon mal ankündigen. Ich habe mit Gurin. Wunderbar. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war. Hörreich. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für sein Experiment. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Okay. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Oh mein Gott. Die Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Jeder macht's auch anders. Leute, ich habe mich gerade umentschieden. Aber das soll ich euch gleich sagen, nachdem wir hier das alles abgesprochen haben. Harlock, mit dem? Hahaha, du musst jetzt schaffen. Haha, du musst hier Kraut stampfen. Er kommt, Find da eh nicht so geil. So. Wo ist denn jetzt der. Weiß nicht. Na gut. Also der andere hat jetzt frei. Ich denke mal, es passt schon. Ich habe mich umentschieden. Wir gehen jetzt erst nochmal in den Sumpf. Denn. Genauso wie diese Liste vom alten Lager, die wir geholt haben, ist das Kraut hier auch so eine Sache. Je nachdem, wem wir das Kraut geben, bekommen wir halt einen Bonus oder bringt uns Vor- und Nachteile. Und dann nehmen wir das Kraut einfach schon mal mit. Wir werden es halt nicht verkaufen, sondern wir werden... Oh, das ist ein Baal. Sieht aber anders aus. Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich... Baal Medbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so. Na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Okay. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Ja, also der hat wohl durch das Kraut... einen ordentlichen Dachschaden. Also, es ist nicht ganz nur so lustig, man kann auch auf das Sumpfkraut hängen bleiben. Das Sumpfkraut. Überall Heilkräuter. Da muss ich auch viel mehr drauf achten, dass ich genug Kräuter sammle, weil man die halt jetzt durch diesen wunderschönen Vegetationsmod, den ich drauf habe. Die Mods findet ihr alle unter dem Video. In der Infobox. Dann sieht man die nicht so gut, ne? So, also, Balor, du bist hier der Chef am Platz. Balorun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Nee. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha. Ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Nein, sag mal, an wen? Du hast doch was vor. Ich sage dir, wenn das Kraut nicht bei Korkalom ankommt, kriegen wir beide mächtigen Ärger. Vergiss es. War nur so ein Gedanke. Ja, wir finden das sicher schon selbst raus. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Speichern. So, jetzt gehen wir rüber zum anderen Team. Ich hoffe, dass das hier wunderbar läuft mit dem Sumpf. Weil ich das Gefühl habe, dass das ein bisschen instabil ist alles. Hier sind Pilze.
Läuft ein bisschen, naja. Also es läuft gut. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht hier zu Problemen führt bei der Aufnahme, dass dann wieder so Frame-Drops kommen. Die hatten wir im alten Lager nicht. Hier ist halt viel Wasser. Ja, mal gucken. Okay, hier haben wir jetzt eine Hütte. Und das sind so komische Viecher. Das sind Sumpfhaie. Auch so eine... Gucken wir mal, ob wir da reinkommen, ohne zu sterben. Das ist auch so eine Monster-Gattung, die es einfach nur bei Gothic gibt. Oh, 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 oh. Schnell weg. Okay, also da werden wir uns jetzt erstmal nicht hinbegeben. Und das sind Blutfliegen. Die sind auch noch relativ stark. Ich weiß jetzt nicht. Also wir haben jetzt schon ein paar Level gemacht. Das heißt, wir haben ein paar mehr Lebenspunkte. Und wir haben jetzt ein besseres Schwert. Ob wir uns mit diesen Sumpffliegen schon anlegen können, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Uiuiui. Das war echt geil hier mit dem Wasser und so. Das, die Vegetation dazu, das sieht einfach toll aus. Super. Super, wo sind denn die Jungs? Sag mal. Gehen wir nochmal hier hin, jetzt wollen wir ein bisschen gucken. Drüben ist noch ein Sumpfhai. Das sind überall diese Fliegen. Wo sind denn die anderen Krautsammler, sag mal? Noch Fliegen? Da hinten sehe ich jemanden. Oh. Speichern mal. Und schauen wir mal, was wir hier. Oh nein! 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 Sumpffliegen sind ganz garstig. Weil die sind stark am Anfang. Oh oh! Und die haben den Vorteil, dass sie so komische Fluganimationen haben. Okay. Ganz schnell. Lebensenergie. Verbrochen Fleisch. Okay, das war auch schon mal ganz gut. Wir haben jetzt wieder schöne Erfahrungspunkte gesammelt. Den speichern. Und wir werden natürlich hier Blutfliegen ausschlachten. Die Flügel kann man benutzen. Ich denke mal, die werden da modische Accessoires drauf machen oder so. Im alten Lager oder sonst wo. Hier unten sind noch welche. Egal. Die sind ins Wasser gefallen. Boah, die machen mir trotzdem Schaden. Geil. Sind ins Wasser gefallen und können deswegen nicht so schön fliegen. Aber dann gucken wir mal, ob wir das ausnutzen können. Boah. Boah, habt ihr das gesehen? Okay, das ist ein Problem, dass die da im Wasser sind. Wenn sie fliegen, dann bewegen sie sich und dann habe ich halt die Möglichkeit, dass sie sich ein bisschen teilen. Hier ist noch irgendwo eine. Ah! Die Blutfliege, die war über uns irgendwo. Die war hier irgendwo im Baum und hat uns dann angegriffen. Okay. Und Kraut. Hier, guckt euch mal, wie geil das jetzt ist, ja? Früher war das halt hier relativ karg. Also es war auch für früher schon richtig, schon eine ganz gute Vegetation. Also ein bisschen was haben sie ja schon gemacht. Aber es war halt relativ karg so, ja. Und jetzt ist es ein richtiger Sumpf und mit Sträuchern und so. Und hier wächst halt jetzt auch richtiges Gemüse, ne? So. Was macht ihr hier? Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln. Aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. Aha. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen. Und wir bestimmen den Preis. Okay, also Drogen und Alkohol sind natürlich hier ein ganz wichtiges Ding. Baal Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Baal Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Ja. Baal Orun schickt mich aber wirklich. Natürlich. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr.
Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Also das ist jetzt ungefähr die Radius, 20 Schritt. Das heißt, die Jungs da im Wasser, die werden wir auf jeden Fall angehen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ja, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Und ja, wenn es Fragen gibt, gerne auf Twitter. Ich hoffe nur, dass die Blutfliege, wenn ihr da oben über dem Baum, da ist eine. Ich hoffe, dass die jetzt nicht auch zählt, weil da kommen wir nicht dran. Die ist irgendwie da oben drin. Da werde ich das Spiel nochmal neu starten einfach. Okay, alles klar, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao.